Männchen für Herrn Dinowski. Weiter nochmal. Norbert. Noch. Diese Baumschubserei hat mich wieder ganz schön geschafft. Mann. Will Saft haben. Will Saft. Ich bin doch nicht ein Laufbursche. Wo ist eigentlich Fran, hä? Und wo ist das Essen? Papa, wir müssen mal mit dir reden. Es geht um Mama. Sieht reichlich finster aus. Ist dir etwa irgendwas passiert? Naja. Irgendwas, warum sie mir nicht zu futtern machen kann? Nein, sie hat wohl eine Gefühlskrise. Sie starrt dauernd nur vor sich hin. Genau. Also, dann hat sie noch nicht mal mit dem Kochen angefangen. Stimmt. Sie hängt bloß noch trübselig in der Gegend rum und sieht voll unglücklich aus. Ja. Bin auch nicht gerade fröhlich. Ist öfter so im Leben. Nennt man Seelenkater. Und sie hat gemeint, dass sie mit dir darüber nicht sprechen kann, weil du sie überhaupt nicht verstehst. Ach was, sie muss doch immer aus einer Mücke einen Mammut machen. Papa, so schräg war sie noch niemals drauf. Ich habe das blöde Gefühl, dass Mama nicht mehr gerne Mama ist. Ich auch. Ach was, wir haben alle mal einen Pickel auf der Seele und kommen damit nicht so richtig klar. Aber ihr könnt mir glauben, eure Mutter ist für ihr Leben gern Hausfrau und Mutter. Das ist ihr Traumjob. Mein Leben ist ein Irrtum. Mein ganzes Leben ist ein großer Irrtum. Mein Leben ist der Irrtum meines Lebens. Ja. Natürlich sind manche Tage nicht ganz so toll wie andere. Und heute zeigen wir im Sportkanal... Otto, ich krieg ein Kind. Und dadurch wird der Backofen wieder sauber. Denn bei uns lachen die Zinsen höher als woanders. Wer dem Rat der Weisen vertraut, wird selbst weiß. Ist ja ein echter Fernbedienungsprofi. Irgendwas geht dir doch auf die Schuppen, Liebling, oder? Ich halte das nicht mehr länger aus. Ich habe unsere Kinder wirklich lieb, aber ich muss mich von morgens bis abends um sie kümmern. Fahr sie hierhin, hol sie da ab, mach ihnen was zu essen. Wenn das so weitergeht, werde ich nochmal wahnsinnig. Dann reg dich doch ab, ich verstehe dich ja. Du fühlst dich ein bisschen einsam. Klar, du willst auch mitkriegen, was draußen so alles passiert, hä? Ja. Eben, du willst endlich auch mal wieder die Stimmen von Erwachsenen-Dinos hören. Genau. Ja. Du brauchst ein Radio in der Waschküche. Logisch, mit Musik wäscht sich meine Wäsche viel leichter. Alles in bester Butter, nun sieht die Welt gleich viel rosiger aus. Radio in der Waschküche, glaubst du etwa? Das ist alles, was ich brauche? Gut, vielleicht noch ein Fernseher. Hör zu, ich will einen Job haben. Aber Franny, du hast doch einen Job. Hier zu Hause. Na fein, ich hab gekündigt. Also unbedingt einen Job. Was denn für ein Job, alter Freund? Ach, irgend so was Soziales. Sie hat sich in einem Krankenhaus vorgestellt, wo die den Amphibien helfen, endgültig vom Wasser wegzukommen. Aha. Weißt du, das ist so ein halboffenes Haus. Mann, dann sollten die aber Türen einbauen, sonst kriegen die Amphibien noch Schnupfen. Naja, ich glaube, die haben sich das nicht richtig überlegt. Und am allerschlimmsten finde ich, dass sie es umsonst macht. Sie kriegt keinen Dino-Pfennig dafür. Hä? Moment, das kapiere ich jetzt aber nicht. Sie meint, um Kohle geht's dabei nicht. Sie will sich da irgendwie selbst verwirklichen. Aha, sie hat wohl noch nie in ihrem Leben einen Job gehabt, oder? Hallo Leute, was geht's? Earls Frau hat einen Job in einem Haus, wo die Hälfte der Türen fehlt und verdient keine müde Dinomark damit. Scheint ein Spitzenjob zu sein, aber warum verlangt sie nicht ein kleines bisschen mehr Geld? Ja, ganz meine Meinung. Das ist gar nicht komisch, für mich ist das ein Problem. Wenn ich Franny ihren Job nicht machen lasse, dann habe ich zu Hause ein Leben, das kein Leben mehr ist. Und wenn sie doch arbeiten geht, muss ich jemanden anheuern, der aufs Baby aufpasst. Und das kostet mich einen Haufen Schotter. Um einen Babysitter kommst du wohl nicht rum. Da hören ja die Tropfsteinhöhlen auf zu tropfen. Soll mein schönes Geld draufgehen, dass ich mir extra immer aufhebe? Für Fußball, Kegeln und ab und zu Minigolf? Ja. Ich muss kürzer treten, bloß damit Franny ein ausgefülltes Sind Leben hat? Sind nicht blöder Einfall. Hey, Moment mal, Freunde. Ich habe eine spitzenmäßige Idee. Pass auf, du kannst doch oberlocker hier bei uns die Nachtschichten schieben. Dann wärst du tagsüber bei euch zu Hause und kannst auf die Kinder aufpassen. Bäh!
Hey, oh Mann, der Witz des Tages. Ich und den ganzen Tag bei den Kindern. Das habe ich ernst gemeint. Du bist doch nicht ganz dicht. Ach ja, ich bin dicht. Dichter geht's überhaupt nicht. Kapierst du denn nicht? Wenn Fran eine Woche lang ihre lieben Kleinen nicht sieht, kriegt sie so eine irrwitzige Sehnsucht, dass sie den Job hinschmeißt und in 0, gar nichts zurückkommt. Ja. Warte mal, also ich tue bloß so, als ob ich ihr helfen will. Aber in Wirklichkeit warte ich ganz gemütlich ab, bis sie selber die Nase voll hat. Richtig. Eine Spitzenidee. So, fertig. Hier, Schatz, habt ihr ein paar Klappstühle eingepackt. Musst abdampfen, sonst kommst du gleich am ersten Tag zu spät ins Amphibienland. So, hier ist eine Liste mit allem, was du erledigen musst. Ja. Da oben steht die Nummer von der Klinik, falls du irgendwelche Fragen hast. Für mich ist bloß eine einzige Frage wichtig. Ist meine Fran auch wirklich glücklich? Ach, Earl, du bist ja so lieb. Nun fällt es mir richtig schwer, zur Arbeit zu gehen. Mama! Hm? Wo willst du hin? Zur Arbeit. Och, aber ich hab's dir doch erklärt, mein Liebling. Mama geht ein bisschen von zu Hause weg, damit sie eine bessere Mama ist, wenn sie wieder nach Hause kommt. Was bringt für mich raus? Na, du bist von morgens bis abends mit deinem Papa zusammen. Was bringt für mich raus? Wenn ich nach Hause komme, verbringen wir den ganzen Abend zusammen. Wir haben uns bestimmt viel zu erzählen. Reden macht keinen Spaß. Will lieber Spielzeug. Mein süßer kleiner Liebling, ich werde dich furchtbar vermissen. Und wie? Macht's euch gemütlich. Ich bin so gegen 6 wieder da. Fran, du brauchst keine Sorgen zu haben. Hier wird alles wie geschmiert laufen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Na fein. Ab in die Federn. Bin aber nicht müde. Wer redet von dir? Wenn ich heute die Nachtschicht schiebe, brauche ich noch eine Mütze voll Schlaf. Hab aber Hunger, will Frühstück, gib her. Von mir aus, du willst Frühstück? Hier kommt dein Frühstück. Ist bestimmt wahnsinnig gesund. Aber schön einteilen. Schwarze Oliven? Morgen, Papa. Wenn du jetzt die Mama bist, musst du auch nachher meinen Seidenpulli aus der Reinigung holen, klar? Klar, hab ja auch nichts Besseres vor. Aber das ist für mich total wichtig. Ach, für dich? Für dich ist es total wichtig. Dummerweise ist mir dein Seidenpulli total Schnurzwurst. Weißt du, ich hab doch morgen diese Klassenfete. Da muss jeder von uns was mitbringen. Denk dran, du musst noch 10 Pfund Fleischwaffeln klar machen. Nun pass mal auf, mein Junge. Schreib die Fleischwaffeln auf die Liste, die mir Mama gegeben hat. Und nach der Schule machst du eins nach dem anderen. Und mach's schön leise. Ich will nämlich eine Runde pennen. Er hat's besser im Griff, als ich gedacht habe. Leider. Fertig, muss nur den Baum umschubsen. Du, aufgewacht. Nicht na los, wach auf. Was? Zeit fürs Abendessen. Ach ja, das stimmt. Hast du alle Sachen auf Mamas Liste erledigt? Nein. Und wieso nicht? Weil ich die Liste verloren habe. So was Schusseliges, wie kannst du nur die Liste verschusseln? Hab's nicht mit Absicht gemacht. Ist es zwar nicht mit Absicht. Wie spät haben wir es eigentlich? 17:30 genau. Was? Oh Mann, wie soll ich das bloß schaffen? Am besten wir teilen uns die Sachen von der Liste auf, dann kriegen wir es hin. Was sagst du dazu? Viel Glück, sag ich. Was? Oi, oi. Voll im Griff. Hallo, da bin ich wieder. Da ist die Mama. Oh, wie schön, dich wiederzusehen, Franny. War ein oberstarker Tag für mich. Ich hab alles voll im Griff. Die Kinder waren gewaltig lieb zu mir. Und Papa war gewaltig lieb zu den Kindern. Hab bis heute überhaupt nicht gewusst, was mir da im Gange ist. Die Familie ist doch wirklich was Feines. Schade. Du hast was verpasst. Und du warst bestimmt der Liebste von allen. Hast mir so gefehlt, Schatz. Das ist nichts für dich. Wem sagst du das? Wo hat er die Oliven her? Tja, weißt du, eigentlich ist das eine ganz hübsche Geschichte. Blöderweise hast du nichts davon mitbekommen. Doch lassen wir das fröhliche Haushaltsleben. Wie war dein erster Arbeitstag? Bei den Amphibien? Fern von der Familie? Weißt du, meine Kollegen waren wirklich umwerfend nett zu mir. Ich glaube, die haben mich gern. Es gab viel zu tun. Weil Ebbe ist, werden wir mit Patienten geradezu überschwemmt. Und weißt du was? Du willst den Job wieder hinschmeißen. Irrtum, nein. Sie haben gesagt, dass ich die ganze Woche kommen soll. Sie glauben, sie brauchen mich mindestens volle 6 Monate. Donner! 6 Monate? Womöglich länger. Das muss ich sofort den Kindern erzählen. Bobby, Charlene, gute Nachrichten. 6 Monate? Mit dir? 6 Monate? Mit dir?
Am Anfang fühlt man sich ein bisschen unsicher, das weiß ich. Du brauchst überhaupt keine Angst zu haben. Sag uns erstmal deinen Namen. Also, ich bin Quarp. Herzlich willkommen, Quarp. Hallo, ich bin seit fast 3 Tagen an Land. Bin ich ja. Und wie kommst du bis jetzt damit zurecht? Es ist ziemlich hart. Ich kann immer bloß daran denken, dass ich möglichst schnell wieder zurück will ins kühle, feuchte, gemütliche Wasser. Quapp, ja. Du musst immer wieder denken, gut geatmet ist halb gewonnen. Nein, ja, ich kann nicht. Ja. Du hast mir erzählt, dass du ein Bewerbungsgespräch hattest. Wie war's denn? Ich kann doch bloß auf den Bauch robben und mich zwischen Felsen durchquetschen. Was für einen Job kann ich denn damit schon kriegen? Na, du würdest bestimmt einen guten Rechtsanwalt abgeben. Klar, ja, dann ist Rechtsanwalt. Durchquetschen. Du darfst niemals vergessen, Quapp, das Wasser hat keine Balken. Ein klares Wort. So, damit wären wir für heute aber am Ende. Doch bevor wir Schluss machen, wollen wir uns noch mal gemeinsam an unser Versprechen erinnern und damit unseren Quapp in die Gruppe aufnehmen. Alles klar. Ich verspreche, dass ich versuchen werde, Wasser ab jetzt nur noch zum Trinken und zum Waschen zu nehmen. Und ich verspreche, dass ich meinen ganzen Mut zusammennehme, um die Luft, die mich umgibt, zu atmen und an Land zu bleiben. Schieb die Nachtschicht, hast du mir gesagt. Sie vermisst die Kinder und kommt nach Hause, hast du mir gesagt. Na, was hast du mir jetzt zu sagen, du oberschlauer Torfkopf? Na, spar dir deine dümmlichen Ausreden. Deinetwegen ist mein Leben im Mülleimer. Davon, dass du mir meine Sprechbacken zuhältst, wird dein Leben auch nicht besser, alter Freund. Ach nein! Bist du vielleicht scharf auf sowas? Ich glaube, dann wäre es wohl doch besser, wenn du mir die Sprechbacken zuhältst. Oh Mann! Wenn ich noch länger den ganzen Tag bei den Kindern rumwimmle, weiß ich bald nicht mehr, ob ich Papa oder Mama bin. Bis jetzt ist mir sowas noch nie passiert. Jetzt hab ich's. Nun ist mir ein Einfall eingefallen. Ist nicht wahr. Du musst dich einfach voll an die Kinder ranschmeißen. Halt, halt, stopp! Wenn ich sowas wirklich mache, bin ich für immer die Mama. Aber ich bin der Papa. Und als Papa muss ich immer schön Abstand halten und mich ein bisschen rar machen. Genau. Dein schlauer Einfall war ein Schuss in den Ofen. Da seid ihr mal nicht so sicher. Wenn Fren mitkriegt, dass die Kinder mehr auf dich abfahren, wird sie bestimmt mächtig eifersüchtig. Keine Vollblutmama steht tatenlos daneben, wenn Papa sie von ihrem Platz wegdrängt. Dann klinken sich nämlich ihre Mutterhormone ein und sie kommt wie ein Wirbelsturm nach Hause gebraust. Naja, also ich weiß nicht. Klingt irgendwie ganz gut. Ja. Aber dein letzter Einfall war ein kompletter Reinfall. Ja, stimmt genau. Was meinst du, wie groß die Chance ist, dass mir 2 komplette Reinfälle hintereinander einfallen? Nicht sehr groß. Siehst du? Junge? Schon gut, ich verzieh mich ja. Nein, so habe ich es nicht gemeint. Bleib sitzen. Weißt du, hab gerade mal ein bisschen nachgedacht. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal die Lausche aufgesperrt und zugehört, wie mein Sohn die Gitarre zupft? Noch nie. Ist nicht wahr, so lange nicht. Tja, bestimmt hast du ein paar neue Lieder gelernt seitdem. Wie wär's, wenn du deinem alten Papa eins davon vorsingst? Na fein, wenn du willst. Warte mal. Oh, das ist wohl der kleine Verstärker, hm? Ja, na los. Genau. Na, lass mal hören. Dieses Stück ist für ein tolles Mädchen, auf das ich voll abgefahren bin. Sie hat nie mitgekriegt, dass ich da war, bis ich ihr das Lied vorgespielt hab. Was hältst du davon? Bin überhaupt nicht glücklich. Nein, bin noch nicht glücklich. Bist du wegen irgendwas traurig? Kannst wohl hell sehen. Tja, wer weiß. Bringt's dir was? Wenn wir drüber reden, kannst Mama Earl alles erzählen. Oh. Ist alles in Ordnung mit dir, Charlene? Ja, ja, schon gut. Hat nur einen totalen Schreck gekriegt. Na gut, ich bin ganz Ohr. Also, fang an. Oh, wirklich? Soll ich? Aber vielleicht findest du es ja auch ein bisschen daneben. Also, hab mir einen irre schrillen Pulli gekauft und hab nichts Passendes dazu. Finde ich nicht daneben. Absolut nicht. Aber vielleicht finden wir doch noch ein passendes Teil, wenn wir mal meine ganzen Klamotten durchwühlen.
Ich kann es kaum noch erwarten. Hier, die Ohrringe kommen wie nur stark zu dem Pulli. Aber dann ist die Tasche voll daneben. Ach, also muss eine andere Tasche her. Ha, geht nicht mit den Ohrringen zusammen. Absolut ätzend. Gut, dann drehen wir die Tasche eben um und greifen uns ein Seidentuch. Hm? Die Donner. Ohrringe werden wir weg. Oh Mann, sie redet seit einer Stunde wie zwei Wasserfälle. Sie muss doch bald einen Knoten in der Zunge haben. Reiß dich zusammen, tu so, als ob du ihr zuhörst. Und grinsen. Ja, so geht's. Durchhalten. Augen auf, Augen auf! Mach bloß nicht schlapp! Alles klar. So, und jetzt schön nicken. Nicken! Hä? Aha, ach so, du meinst die Tasche mit dem Schal. Stimmt, hast recht. Das ist wirklich die schrillste Mischung. Oh, vielen Dank, du bist süß. Hast mir echt geholfen. Ach, ich wusste gar nicht, dass man sich mit dir so toll unterhalten kann. Oberdino-Stab. Hör mal, du Wonneknubbel. Jetzt sind wir beide dran. Ja. Worauf hast du denn Lust? Ich will ferngucken. Mann, klasse Idee. Du weißt, was gut ist. Klar. Hab auch schon einen Vorschlag, was wir uns ansehen können. Gleich gibt's ein dino-starkes Fußballspiel. Will aber das kleine Unterwassermädchen sehen. Was? Ist doch nicht wahr. Das haben wir schon mindestens 100 Mal gesehen. Will aber nochmal das Unterwassermädchen sehen. Meinetwegen. Wenn du es unbedingt sehen willst, gut, dann will ich es eben auch unbedingt sehen. Ja! Tief in den Wellen, tief in den Wellen, verkaufen Sardellen und Kamellen mit Frikadellen und weiter. Tief in den Wellen, tief in den Wellen, hört man sie bellen, denn die Forellen verstehen nicht von Bellen. Blub, blub, blub. Tief in den Wellen, ja nochmal. Tief in den Wellen. Hallo. Tief in den Wellen, verkaufen Sardellen. Alles klar, Zeit fürs Abendessen. Kamellen, oi, ist doch nicht wahr. Eure Mutter wird gleich hier sein und ich muss noch die Kartoffeln aufsetzen. Schon gut, Papa, richtig ab. Ich habe das Essen gekocht und Robby hat den Tisch gedeckt. Genau. Und ich habe überhaupt niemanden mehr genervt. Schon über beinahe eine halbe Stunde. Das gibt's doch nicht. Wir haben gesehen, wie du heute arbeitsmäßig voll zugeschlagen hast und wir wollten dir deshalb eine Freude machen. Ja. Mann, das ist ja eine Überraschung. Wie finde ich denn das? Jeder macht das, was er am besten kann. Dann schmeißen wir den Laden mit links. Wir sind wie eine Mannschaft, bei der sich jeder um den anderen kümmert. Wie eine Familie? Ja, genauso wie im Fernsehen. Ja. Die Kartoffeln lachen einen aber an. Hast du krass hingekriegt, Charlie? Oh, danke. Oh, dann können wir ja loslegen. Hier, das ist für Robby. Und das ist für dich. Duftet toll. Ja, finde ich auch. Mama! Du, was ist denn los? Kinder, ihr könnt schon anfangen. Eure Mutter und ich, wir müssen reden. Bist ja gut, Liebling. Kann mir vorstellen, dass das eben ein Riesenschock für dich gewesen sein muss. Ich habe mich wirklich nicht darum gerissen, dass ich für die Kinder die Mama bin. Tja, nun haben wir den Salat. Ach, ich habe es nicht für möglich gehalten, dass du dich mit den Kindern jemals so fabelhaft verstehst. Tja. Es war wunderbar, wie ich euch hier zusammen gesehen habe. Hä? Ich hab geglaubt, die Kinder kommen damit nicht klar, dass ich so viel weg bin, aber du hast mich voll ersetzt. Wenn ich jetzt zur Arbeit gehe, habe ich keine Sorgen mehr. Doch, das musst du, Fren. Ich hab dir die Liebe der Kinder weggenommen. Doch, du kannst was dagegen machen. Schmeiß deinen Job hin und bleib zu Hause. Ja, langsam kriege ich das Gefühl, dir passt es überhaupt nicht, dass ich diese Stelle hab. Volltreffer. Ich hab gedacht, das mit dem Job klappt nicht, weil du spätestens in einer Woche merkst, wie sehr du die Kinder vermisst. Oh. Du willst also sagen, dieses Familienleben war bloß Theater? Reus-Theater, der hatte diese Idee. Wenn du meinst, dass du mich damit rumkriegen kannst, hast du dich geschnitten. Der Job gefällt mir und ich gebe ihn nicht auf. Fren, das kannst du mir doch nicht antun. Du ahnst nicht, was das für eine Quälerei ist. Ich soll nachts arbeiten und den ganzen Tag auf die Kinder aufpassen? Dino-Männer sind für sowas nicht geschaffen, wir sind doch keine Maschinen. Das macht mich fertig, Fren. Ist wirklich nicht einfach, immer zu Hause zu sein. Darum muss ich ja zur Abwechslung mal raus. Mein Job gefällt mir und ich habe keine Lust, damit aufzuhören. Können wir denn keinen Ausweg finden? Du könntest doch einfach kündigen und für immer zu Hause bleiben. Das ist kein Ausweg, so weit waren wir schon. Na fein, dann eben nicht. Oder du behältst deinen Job, ich gehe wieder zur Tagesschicht und wir... werden uns einen Babysitter suchen. Und wo wollen wir das Geld dafür hernehmen? Ganz einfach. Ich gehe nicht mehr so viel zum Fußball und zum Kegeln. Und wir schaffen unser Kabelfernsehen ab. Dann haben wir die Kohle zusammen. Nimm sie, Fren, bitte. Du willst das wirklich alles dafür aufgeben? Fällt mir gar nicht so leicht, aber ich tu's. So, eure Mutter und ich, wir haben alles nochmal besprochen. Wir haben eine Lösung gefunden, mit der wir alle bestens leben können. Hast nachgegeben, ins Schwarze getroffen.
Mama bleibt zu Hause? Nein, mein Schatz, ich behalte meinen Job, aber ich gehe jetzt später arbeiten als vorher. Bleibst du zu Hause? Nein, aber heute Abend bin ich wieder da. Singen wir dann Tief in den Wellen? Ja, klar doch. Wir beide singen Tief in den Wellen. Drück mich! Ja, komm. Mach's gut, Baby. Bis heute Abend. Mach's gut, Papa. Papa, hast du gesagt? Ist nicht wahr? Doch. Hey, alter Freund, lass das arme Baby los oder willst du es etwa zerquetschen? Du bist jetzt nicht mehr Mama Earl, kapierst du nicht? Sondern Baumschubser Earl auf Tagesschicht. Mach's gut. Mach's gut. Bis dann. Wiedersehen. Also. Schönen Tag. Du Mama, ich habe eine ganz starke Sache auf Lager. Wird dir gefallen? Hier, du musst dir nachher das neue Stück anhören, das ich mir aufgeschafft habe. Siehst du, mein Freund, ich habe doch gesagt, dass Fren der richtige Supermama ist. Wenn man sich an die Kinder erst mal gewöhnt hat, kommt man gar nicht mehr davon los. Na, mein Plan war doch der absolute Operhammer, hm? Hast du eben gehört, was er zu mir gesagt hat? Klar, da kommt Vater Freude auf, was? Aber heute Abend siehst du sie ja wieder. Komm, wir machen einen Flug sauber, ja, die Arbeit war. Ja. Also, wie ihr alle wisst, bezeichnen wir das Wasser in seinem gasförmigen Zustand als Dampf. Und wenn das Wasser gefroren ist, dann nennen wir es... Ich glaube, ich habe gleich... Moment noch. Eis. Ja, sehr klar, gut. Klar, wusste ich doch. Und wenn unser Eis schmilzt und in seinen flüssigen Zustand übergeht, dann nennen wir es wieder... Na? Hier ist... Ja, ich weiß, wie wär's mit dir, Charlene? Ich? Was denn? Wenn das Eis wieder geschmolzen ist, dann bezeichnen wir es als... Tut mir leid, keine Ahnung. Tut mir auch leid. Bitte um Entschuldigung, dass ich dich gestört habe. Macht ja nichts. Na schön, das war's dann für heute. Was wollen wir als Hausaufgabe nehmen? Ich habe eine Idee. Wir versuchen heute mal etwas völlig anderes. Wäre ja möglich, dass das sogar Fräulein Sinclair vom Hocker reißt. Na schön. Denn ich möchte, dass sich jeder von euch selbst etwas Originelles einfallen lässt. Etwas Neues, Aufregendes über die Welt, in der ihr lebt. Etwas, woran bis jetzt noch niemand gedacht hat. Sie haben wohl schon einen spannenden Beitrag, Fräulein Sinclair? Ja, ich kapiere nicht. Wir müssen uns selbst irgendwas einfallen lassen? Ja. Ist nicht viel besser, Sie sagen uns wie üblich genau, was wir machen sollen? Zum Beispiel, baut ein Modellboot, schreibt ein Gedicht über Küchenscham. Fräulein Sinclair, ich glaube, ein klein wenig fantasievolles Denken wird Ihnen sicher nicht schaden. Naja, schon, und wenn aber, du keinen Wert darauf legst, diese Klasse im nächsten Jahr zu wiederholen, dann setz mal schleunigst deinen Denkapparat in Gang und überrasch uns mit einer eigenen, aufregenden, absolut neuartigen Idee. Absolut neuartigen Idee. Absolut neuartigen Idee. Absolute neuartige Idee. Charlene, Fräulein Sinclair, schnell holt den Notarzt! Dein begabter Sohn gemalt hat. Das ist bestimmt das wunderschönste Bild, das du jemals gesehen hast. Ja, wunderprächtig. Es ist sehr wichtig, dass man ein Kind ermutigt. Ja. Mach ich ja, wenn das verdient hat. Aber das da ist nichts weiter als ein potthässlicher, blöder, unförmiger, grüner Klops. Ich hab es aber
genannt. Wir werden dieses schöne Bild von Papa hier am Kühlschrank festmachen. Du musst mir mal was für die Schule unterschreiben. Geht klar. Hast du es gelesen? Tja, na fein, dann sehen wir uns die Sache hier mal an. Gut. Bitte befreien Sie Charlene Sinclair von ihren Hausaufgaben, weil sie krebsmäßig nicht fähig ist, diese Aufgaben zu machen. Vollkommen klar. Ja. Charlene ist aber wirklich intelligent genug, um mit jeder Hausaufgabe fertig zu werden. Ach, hör auf, mir brauchst du nichts vorzumachen. Ich hab den Durchblick. Was für eine Hausaufgabe hast du denn? Die ist gemein, oberblöd und irre schwer. Wir sollen uns eine super neue Idee einfallen lassen. Und das auch noch völlig allein. Hast wohl Schwierigkeiten am Hals. Ja. Was völlig Neues, sagst du? Ja. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Oh. Für die anderen Schüler vielleicht nicht. Aber seien wir mal ganz ehrlich. Die Allerhellste ist sie nicht, musst du zugeben. Genau. Da kann ich dir nicht widersprechen. Baby auch nicht. Wir alle haben uns damit abgefunden. Warum du nicht? Charlene Sinclair, du bist überhaupt nicht dumm und ich weiß, dass du die Hausaufgabe schaffen wirst, wie alle anderen. Guck mal genau in dich rein. Da wirst du auf jede Menge aufregende, fabelhafte Ideen stoßen, die bloß darauf warten, herauszusprudeln. Wie aus einer wunderbaren, frischen Quelle. Oh. Ist doch nicht wahr. Lieber Herr Pullman, ich bitte Sie, dieses Geld anzunehmen als einen Ersatz für einen Einfall. Ich weiß, 6 Dinomarks sind nicht viel, aber... Nein, das wird nicht funktionieren. Ein Lehrer scheffelt doch tonnenweise Kohle. Ich brauche einfach nur einen super guten Einfall. Ich habe einen ziemlich guten Einfall. Wie sind Sie hier reingekommen? Ich bin hergekommen, um dir bei deiner Idee etwas zu helfen. Ich bin eine Muse. Eine was? Eine Muse. Wir Musen sind die Geister der Einfälle, der Ideen, der Fantasie. Wenn jemand einen originellen Einfall braucht, wird er von uns damit versorgt. Einen originellen Einfall? Oh, das ist wirklich mächtig interessant. Mach einen Flugsaurier. Du scheinst nicht zu verstehen. Hab sehr gut verstanden, Herr Muserich. Ich weiß zwar nicht, wie du hier reinkommst, aber bild dir ja nicht ein, dass ich auf diese affigen Flügel reinfalle. Hab keine Angst, es wird keine Minute dauern. Und wenn ich fertig bin, erinnerst du dich nicht mal mehr an mich. Ah ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ich zähle jetzt einfach bis 5 und dann brüll ich. 1, 2. Ich habe wirklich eine hervorragende Idee, die dir bestimmt gefällt. Ja, ich lach mich krumm. 3. Na fein. Pass mal auf. Die Welt ist rund wie ein Ball. Was? Du weißt, dass man allgemein annimmt, die Welt sei flach, wie eine knusprige Pizza. Aber das ist völlig falsch. Die Welt ist in Wirklichkeit rund, wie eine Apfelsine. Die Welt ist also eine Apfelsine. Und? Und? Na, das wär's schon, ein fabelhafter Einfall, einer meiner besten Ideen. Ja, aber was für eine Apfelsine? Eine zum Auspressen oder zum Kauen, Halt! Schlaf erst mal darüber. Morgen früh wird dir die Idee wieder einfallen und du wirst dich nicht mehr daran erinnern, dass sie von mir ist. Verstanden. Gut. Ich muss sagen, ich hatte damit gerechnet, dass du das Ganze ein wenig schneller begreifst, Kopernikus. Was? Ich heiße aber nicht Kopernikus. Ich bin Charlene Sinclair. Was? Du bist nicht Kopernikus? Ich bin nicht im 16. Jahrhundert in Polen? Du meine Güte, ich hab's vermasselt. Charlene Sinclair war für ein Fleischpralinenrezept vorgesehen. Nichts wie weg. Meine geniale, welterschütternde, einmalige Idee. Ein Rezept für lächerliche Fleischpralinen. Kann ich so eine Fleischpraline haben? Bin fertig, hier. Oh, das ist aber schön geworden. Und wo hängst du das Bild auf? Oh, keine Ahnung. Am Kühlschrank ist gar kein Platz mehr. Musst du ihm noch einen Kühlschrank kaufen? Problem gelöst, ich mal weiter. Geschafft. Die geht wieder. Nun dreh mal die Sicherung rein. Bin schon unterwegs. Guten Morgen alle zusammen. Guten Morgen, Charlene. Na, wie steht's mit der neuartigen Idee? Die einzige Idee, die ich hatte, heißt die Schule abbrechen, mein Leben vermurksen, mich als absolute Vollnull lächerlich machen. Weißt du was, Schatz? Die Idee ist nicht neu, die haben vor dir schon andere gehabt. Es ist immer noch Zeit, bis die Schule anfängt. Vielleicht kann ein kräftiges Frühstück Wunder bewirken. Ich backe Fleischfladen. Nein, danke, Mama. Ich werde mir nur eine Apfelsine nehmen. Ich hab's. Sie ist rund. Ja, wie alle Apfelsinen. Nein, die Welt, die ist rund. Deshalb verschwinden auf dem offenen Meer auch alle Schiffe hinterm Horizont. Deshalb wirft bei einer Sonnenfinsternis die Erde einen runden Schatten auf den Mond. Das bedeutet, die Meinung, die Erde sei flach wie ein Fladen, ist falsch.
Und wenn die falsch ist, dann müssen wir alle bisher üblichen Vorstellungen über unser Sonnensystem nochmal ganz genau überprüfen. Danke sehr. Das war's. Das sind genau 500 Wörter. Verehrtes Fräulein Sinclair, da muss man Ihnen ja wirklich gratulieren. Unsere alte Erde ist also ab jetzt rund. Da geht mir so richtig das Herz auf. Auf solch mutige, originelle, revolutionäre Ideen stoßen wir Lehrer selten. Oh! Fräulein Charlene Sinclair, ich nehme Sie wegen Ketzerei fest. Oh ja, es dürfte dafür wirklich einen triftigen Grund geben. Aber ich hab doch nur... Ruhe im Gerichtssaal! Absolute Ruhe! Also schön, dann führen Sie mal sofort den nächsten verbrecherischen kriminellen Übeltäter vor. Übeltäter, euer Dino Ehren. Oh je, ist es mir wieder rausgerutscht. Ja, ich meine selbstverständlich den nächsten Angeklagten. In Sachen der Stadt Pangea gegen Fräulein Charlene Sinclair. Dabei lautet die Anklage auf Ketzerei. Sagt ja. Wem Ketzerei? Gut, euer Dino Ehren, es geht um das vorlaute Mädchen, das behauptet, unsere Erde sei rund. Ein gewaltiger Schlag ins Gesicht aller Werte, die unsere Dinokratie zusammenhalten. Die Welt rund wie ein Ball. Absolut abstoßend. Ohne Ehrfurcht fürs Altbewährte. Schuldig gesprochen. Aber Herr Richter, Sie dürfen das Urteil erst nach der Verhandlung fällen. Aber dann fangen Sie doch mal mit der Verhandlung an. Ich bin nämlich schon ein Kilometer weiter als Sie. Sie ist immerhin noch ein Kind, Earl. Wie ist sowas denn nur möglich? Oh, lass mich mal kurz nachdenken, Fren. Einer von uns beiden war doch gegen die Idee mit den neuen Ideen und einer von uns beiden war dafür. Und wenn ich mit meiner Erinnerung nicht schief liege... Earl, man wird deine Tochter vielleicht ins Gefängnis sperren. Wir müssen jetzt nicht darüber streiten, wer von uns beiden recht hatte. Stimmt genau, Fren, stimmt genau. Das müssen wir nicht. Recht hatte ich. Mama! Oh, Charlene. Wie fühlst du dich? Oh, Mamilein, es war so schauderhaft. Und schmal bist du geworden. Du bist richtig abgemagert. Ja, meinst du wirklich? Oh. Hey, hey, pass jetzt mal auf. Ich habe einen Plan ausgetüftelt, um dich rauszuhauen, Charlene. Oh. Also, sprich mir einfach nach. Ja. Es tut mir wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig leid. Tut mir wahnsinnig, wahnsinnig leid. Genau, Dino Stark. Du musst einfach alles zurücknehmen. Sag dem Richter, es war ein Irrtum. Welche Form die Erde hat, ist dir schnurzegal. Und dann sag ihm noch irgendwas Nettes über seine Rose. Du kannst doch nicht von ihr verlangen, dass sie alles wieder zurücknimmt. Eben. Sag doch, es war bloß ein Witz. Kein besonders komischer Witz, aber du bist ja auch keine Profi-Ulknudel. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich ganz ohne fremde Hilfe eine völlig irre, neuartige Idee gehabt. Und ich werde nicht so tun, als ob das gar nicht wahr ist. Dann sagst du am besten gar nichts. Bei denen hier weiß man nie, was die einem übel nehmen. Ja. Du kannst dankbar sein, dass dein alter Papa den Mumm hat, diesen Pappdinos hier mal kräftig die Zähne zu zeigen. Ja. Hey, euer Dino-Ehren! Maul halten! Mach ich doch glatt. Herr Staatsanwalt, rufen Sie mal Ihren nächsten Zeugen auf. Die Anklage bittet Hauptkommissar Reinlich vom Polizeischulkontrollkommando 7 in den Zeugenstand. Ich hatte in dieser Woche Tagesdienst bei PSKK 7. PSKK 7? Ja, Polizeischulkontrollkommando 7. Ah. Wir überwachen alle Schulen von Dino City zum Schutz vor Ideen mit aufrührerischem oder gefährlichem Inhalt. Ja. Und allem, was sonst noch unsere dinokratische Freiheit untergräbt. Und dazu benutzen Sie unter anderem auch... Abhörwanzen, versteckte Kameras, bezahlte Informanten. Und bei der Gelegenheit habe ich auch ganz deutlich Fräulein Sinclair gehört. Die üble Staatsfeindin. Da drüben. Oh, Verzeihung. Ich meine die als Staatsfeindin Verdächtige. Ich musste mit meinen Ohren ihr absurdes Geschwafel über die zitrusfruchtähnliche Kugelrundform unseres Planeten anhören. Los, sag was, Papa. Euer Dino-Ehren, wenn ich mal dazu etwas sagen darf. Abgelehnt. Keine weiteren Fragen. Was? Ich konnte auf dem Überwachungsbildschirm einwandfrei erkennen, dass sie abwegige Theorien vorgebracht hat, die zu dem weit verbreiteten Glauben der gewaltigen Mehrheit in scharfem Widerspruch stehen. Das ist eine von der Mehrheit abweichende eigene Meinung und sowas in einem freien, demokratischen Staat. Ja, damit ist mir alles klar. Kommen wir sofort zum Urteil, dann können wir nämlich zeitig zum Mittagessen gehen. Und meine Verteidigung, was ist mit der? Charlene, mach den bloß nicht sauer. Ich möchte was zu meiner Verteidigung sagen, oder Dino-Ehren. Haben Sie nicht schon mehr als viel zu viel gesagt, Fräulein Besserwisser, Erfinderin der kugelförmigen Apfelsinenerde? Ihre Robe schmückt sie saurierstark, euer Dino-Ehren. So, und wer sind Sie? Oh, ich bin Earl Sinclair, offizieller Verteidiger und Vater der Angeklagten. Hör auf! Ich bitte um mildernde Umstände, wegen vorübergehender Intelligenz, euer Dino-Ehren. Earl, was soll denn das? Psst. Vorher hat sie Ihnen nämlich noch nie kluge Gedanken gehabt. Oh. Und wenn Sie sie laufen lassen, verspreche ich, dass das nie wieder vorkommt. Mama, hör auf! Halt die Klappe, Charlene, ich versuche deine Schuppen zu retten. Nein! Nein, ich habe es satt, mir den Mund verbieten zu lassen, als wäre ich blöd oder sowas. Ich habe nämlich wirklich klasse Ideen. Und ich denke überhaupt nicht daran, mir meine Ideen zu verkneifen, bloß weil alle die für falsch halten. Woher wollen Sie übrigens wissen, ob die Erde nicht doch Apfelsinen rund ist? Ruhe da oben, ich will auch sein halber Ruhe! Ruhe, verdammt! Stopft euch die Ohren zu. Jeder, der sich nicht die Ohren zu...
zustopft, gilt als Komplize. Ich höre gar nichts mehr. Sam, wird wohl nicht gut gehen, oder? Warten wir es erstmal ab, mein Schatz. Robbie hat einen klugen Einfall gehabt und ich glaube, damit wird er dir helfen. Und wie ist der? Stell dir vor, er hat einen Überraschungszeugen. Ich muss sagen, das ist wirklich eine Überraschung. Ich würde Sie nicht bitten, wenn es nicht so wichtig wäre. Herr Pullmann, Sie müssen für Charlene aussagen, unbedingt. Sag mal, Charlene, das ist doch diese üble Staatsfeindin. Ich hoffe, wir alle haben aus Ihrem missglückten Versuch, selbstständig denken zu wollen, eine wertvolle Lehre gezogen. Ich kapiere nicht, was Sie da reden. Ich denke, Sie haben ihr gesagt, dass Ihr Aufsatz eine super Leistung sei. Oh, du weißt doch wohl, dass ich sowas nicht gesagt haben kann. Ich glaube, du machst nur einen komischen Witz, stimmt's? Entschuldigen Sie, Herr Pullmann, ich wollte... Ah, das liebe Fräulein Schneider, willst du vielleicht eine Hausaufgabe abgeben oder gibt es einen anderen erfreulichen Grund? Eigentlich wollte ich Sie was fragen. Es geht um das neue staatlich genehmigte Lehrbuch. Oh nein, ausgerechnet jetzt muss das sein. Ich bin nur etwas erstaunt wegen des Kapitels über die Entstehung der Art. Und? Da steht nämlich, die Dinos haben sich nicht aus anderen Lebensformen entwickelt, sondern sie sind ganz plötzlich auf der Erde aufgetaucht, wie durch Zauberei. Stimmt, genau. Und die versteinerten Knochen, die mein Vater im Garten ausgebuddelt hat, wie wollen Sie die erklären? Oh, mein liebes Kind, wir versuchen überhaupt nicht, sie zu erklären. Wir denken einfach nicht über sie nach. Wir wechseln unauffällig das Thema und hoffen, dass es niemand nochmal erwähnt. Das ist doch falsch. Wenn Sie von den Schülern verlangen, dass sie niemals denken, wie soll dann noch irgendjemand irgendwie irgendwas lernen? Ja. Robert Sinclair, ich nehme Sie fest wegen vorsätzlichen Denkens und wegen böswilligen Bezweifelns der überlieferten Weisheit. Toll, das war es wohl. Naja, hab's wenigstens versucht. Ja. Euer Dino hier. Die flache Tellerform der Erde ist einer der überlieferten, oberheiligen, gesetzmäßigen Lehren der Dino-Gesellschaft. Trotzdem gibt es einige Zweifler unter uns, die noch Beweise dafür verlangen, dass unsere Erdscheibe platt ist. Schön und gut. Ja. Schreiben Sie ins Protokoll. Ich werde dafür nunmehr den unwiderlegbaren und auf ewig gültigen Beweis liefern. Ich rufe dazu einen Mann im weißen Kittel auf. Sie arbeiten als Chefingenieur und haben sich dabei einen hervorragenden Ruf erworben. Stimmt, das trifft in allem zu. Sie arbeiten schon lange bei der Treufußgesellschaft. Trifft das ebenfalls zu? Ja, das trifft ebenfalls zu. In der Schul-Globus-Abteilung. Und was genau haben Sie da freundlicherweise mitgebracht, um es uns hier im Gerichtssaal vorzuführen? Den Globus hier. Ja. Und wir haben die Dinger tonnenweise auf Lager. Genügt der Beweis, Fräulein? Ja? Wirklich überaus eindrucksvoll. Das war's, Fren. Nun haben wir den Apfelsinsalat. Ich frage Sie, wenn eine weltbekannte Firma wie die Treufußgesellschaft sich mit dem vollen geballten Gewicht ihrer gewaltigen Bedeutung hinter die Idee der platten Flacherde stellt? Ja, wer darf dann daran noch zweifeln? Ja, ich bin überzeugt. Schuldig, 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 schuldig. Oh, ich liebe dieses Wort. Schuldig, 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 schuldig. Was jetzt? Sie müssen jetzt das Urteil sprechen. Oh, ja, das macht mir auch immer viel, viel Spaß. Der Job hier wird überhaupt von Minute zu Minute immer besser. Wo ist denn mein Hämmerchen wieder hin? Verzeihen Sie vielmals. Darf ich noch was sagen? Oh, na fein, von mir aus. Was gibt's denn? Es ist soweit. Du hast noch mal eine Chance. Ja. Tut mir wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig leid. Ja, ich wollte noch sagen, dass es mir wahnsinnig, wahnsinnig leid tut, wenn ich so viele mit meiner neuen Idee beunruhigt habe. Vielleicht habe ich mich damit geirrt und die Erde ist doch flach. Oh, fremden Sie dir doch mal den Richter an. Ich glaube fast, sie kriegt ihn rum. Wenn ich aber recht habe. Dann, man ist doch nicht wahr. Darf ich etwa nicht mal laut aussprechen, woran ich glaube? Wenn jemand auf eine neue Idee kommt und die nicht aussprechen darf, kann eine Wahrheit für immer und ewig verloren gehen. Ich finde, es müsste ein Gesetz geben, das jedem garantiert, dass er auch sagen darf, was er wirklich denkt. Und es muss schnurzpiep sein, ob seine Gedanken anderen gefallen. Redefreiheit, ja. Das ist wirklich ein sehr origineller Einfall. Fren, fang du jetzt auch noch an. Deine ganze Familie gehört in den Zoo. Charlene hat völlig recht. Ja, und von heute an ist es mir Wurst, was ich für Ärger kriege. Ich sage, was ich denke. Und kein Dino darf mir deswegen das Maul verbieten. 5 Jahre Strafarbeit in der Teufels-Globus-Abteilung. Nun ist mir ganz plötzlich der Faden gerissen. Das wäre jetzt wohl genau der richtige Zeitpunkt für eine von deinen berühmten, fantastischen Ideen. Ja, euer Dino-Ehren. Mhm. 5 Jahre Teufels-Schulglobus-Abteilung? Da können Sie uns beide ja gleich zum Allerschlimmsten verknacken. Naja. Sie hat schon bessere Ideen gehabt. Zum Allerschlimmsten? Gefällt mir. Prächtiger Einfall. Hiermit verurteile ich euch beide zum Allerschlimmsten. Ja, das ist eine oberblöde Idee. Das habe ich ja gewusst. Aber dass die so oberblöde sind. Charlene, was hast du dir bloß dabei gedacht? Ihr müsst mir jetzt nur vertrauen. Ihr könnt mir glauben, es wird alles halb so schlimm. Ich habe da noch eine Idee. Mann, nun fängt das schon wieder an.
Mama, vertraust du mir? Das möchte ich wirklich gern, mein Schatz. Euer Dino-Ehren, darf ich vielleicht kurz mal einen neuen Vorschlag wegen der Strafe machen? Aber ja, deine Strafvorschläge gefallen mir. Los, nur mal raus damit! Danke, euer Dino-Ehren. Ihr wollt wohl verreisen? Ja, wir verreisen. Hier habe ich für dich gemalt. Danke, mein Kleiner. Wann kommt ihr wieder, hm? Sie werden ganz schnell wieder hier sein, mein Schatz. Stimmt, genau, das kannst du mir glauben. Sie sind im Handumdrehen wieder bei uns. Hör auf, wein nicht. Charlene hat doch einen Plan. Und ich habe volles Vertrauen zu ihr. Aber ja, Charlene hat einen Plan. Das Leben unserer Kinder hängt am Zwirnsfaden, aber Charlene hat einen Plan. Na fein, ich knall mich ganz gemütlich in meine Hängematte, weil ich überhaupt keinen Grund zur Aufregung habe. Hast du Käfer im Hirn? Papst, keinem von uns beiden passiert etwas. Hast du überhaupt kein Vertrauen zu mir? Es wird jetzt allmählich Zeit, dass wir uns an die Vollstreckung des Urteils machen. Charlene und Robert Sinclair, hiermit werden sie auf ihren eigenen Wunsch dazu verurteilt, beide vom Rande unserer flachen, pizzaförmigen Erdscheibe in die darunterliegende absolute Leere des Jenseits hinabzuspringen. Wir sind bereit. Ach, mein Mädchen. Ach, Papa. Ah. Gehen wir. Ja, auf bald. Macht's gut. Oh. Ihr seid wieder da! Willkommen, Leute! Sagt mal, wer seid ihr? Paps, wie findest du das? Charlene hat wirklich recht gehabt. Wir sind ganz locker vom Rand der Erde gehopst, weil es überhaupt keinen Rand gibt. Wir sind einfach weitergelaufen. Ja. Die Erde ist eine Apfelsine. Ja. Ein bisschen größer, stimmt's? Mhm. Ich hätte dir vertrauen sollen, mein Kind. Oh. Hab nicht gedacht, dass du so schlau bist. Aber du hast es bewiesen. Hast bewiesen, dass alle diese Dumpfdinos Unrecht hatten. Dein alter Vater auch. Ja, ja, sie hat recht gehabt. Die Welt ist eine Apfelsine. Wir haben alle falsch gelegen. Aber hören Sie, sagen Sie es bloß nicht weiter. Ich werde es bestimmt auch nicht weiter sagen. Trotzdem weiß ich jetzt, dass ich damit recht habe. Und ich habe gelernt, wenn man genau weiß, dass etwas wahr ist, muss einem die Wahrheit so wichtig sein, dass man sich nicht davon abbringen lässt. Und die Wahrheit ist, die Erde ist eine Apfelsine und keine Pizza. 80 Tage an sowas gefesselt. Und wenn wir den Rand der Erde doch gefunden hätten, wäre ich freiwillig runtergehopst. Viel Freude mit der Kleinen. Machen Sie es gut, Herr Wiedersehen. Ich hatte euch zwei erwartet. Ich habe dir dein Lieblingsessen gekocht. Was denn, du wusstest, dass wir heute kommen? Ich habe es jeden Tag gekocht. Das ist ja mein Baby. 80 Tage lang jeden Abend Hackbraten. Keiner hier hat euch so sehr erwartet wie euer Vater. Jetzt will ich aber auch 80 Mal Hackbraten.